Ich hatte eine glückliche Kindheit. Aber als ich in der Highschool war, hatte ich Depressionen. In der Hickschule machte ich einige echte Tiefpunkte in meinem Leben durch, weil sich meine Eltern scheiden ließen und ich nicht wusste, wer ich war und was mein Lebensziel war. Ich habe gebetet und gleichzeitig Gott die Schuld gegeben. Warum war mein Leben so schlecht? Eines Abends wollte ich dem Ganzen ein Ende setzen. Ich fand die Pistole, die meine Mutter zu Hause vergessen hatte. Wir waren erst vor ein paar Wochen auf dem Schießstand gewesen, und ich wusste, wie man es benutzt. Ich nahm die Waffe mit in mein Schlafzimmer. Ich bin auf die Knie gegangen und habe Gott gebeichtet, dass ich das tun muss und dass ich nicht mehr hier sein will. Ich sah keine Hoffnung für die Zukunft. Die Scheidung meiner Eltern hatte auch mich sehr getroffen. Ich schrie laut auf, hielt mir die Waffe an den Kopf und drückte ab. Es ist nichts passiert. Ich habe den Abzug immer wieder betätigt und es hat einfach immer wieder geklickt. Ich warf die Pistole auf den Boden und schrie, als wäre ich verrückt. Später erfuhr meine Mutter davon, und sie brachte mich ins Krankenhaus. Der Arzt hat mir ein Medikament gegeben. Bei einer späteren Überprüfung stellte sie fest, dass der Schlagbolzen der Waffe gebrochen war, was natürlich nicht ganz normal ist. Ich habe dann andere Methoden ausprobiert, alle ohne Erfolg. Nach einem Jahr gab ich den Versuch auf und versuchte, mit meinem Leben weiterzumachen. Mit 27 Jahren heiratete ich meine Freundin, mit der ich immer noch zusammen bin. Aber die Depression hat mich immer gequält. Dann bekamen wir unser erstes Kind. Nachdem wir ein Kind bekommen hatten, standen wir vor einer Reihe von Problemen. Ich weiß nicht, wie ich meine Kinder erziehen soll. In dieser Zeit habe ich viel in der Bibel gelesen und immer wieder gezweifelt. Gott liebt jeden, warum sollte er also Menschen in die Hölle schicken? Und ich begann, an meinem Glauben zu zweifeln. Wenn er uns liebt, warum gibt es dann so viel Leid in dieser Welt? Meine Depression wurde immer schlimmer. Ich beschloss, Gott aufzugeben. Er hat mir sowieso nie wirklich geantwortet. Hat er wirklich existiert? Was ist mit denjenigen, die einer anderen Religion angehören? Ich beschloss, aufzugeben und meinen eigenen Weg zu gehen. Und sich nicht darum zu kümmern, was andere denken. Es war ziemlich einfach, Gott aufzugeben, und ich hatte das Gefühl, dass, wenn es eine Hölle gibt, der Ort, an dem ich jetzt lebte, die wahre Hölle war. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Sie weiß, was ich wirklich denke. Ich bin immer ehrlich zu ihr gewesen. Sie sagte, sie wolle, dass ich glücklich sei, und fing an zu weinen. Sie sagte, die Kinder könnten ohne ihren Vater nicht leben und wollten nicht, dass ich sie verlasse. Sie schlug mir vor, einen neuen Therapeuten zu suchen, und ich versicherte ihr, dass ich mich positiv verhalten und bei der Therapie mitarbeiten würde. Jedes Mal, wenn ich in die Praxis des Therapeuten ging, fühlte ich mich besser. Aber wenn ich dort wegging, war ich wieder deprimiert. Eines Abends kam ich von einem Basketballspiel mit einem Freund nach Hause. Ich kam erst gegen 21 Uhr nach Hause, und meine Frau und die Kinder waren schon im Bett. Ich duschte, zog meinen Pyjama an und machte mir etwas zu essen. Ich habe eine Zeit lang ferngesehen. Ich schlief auf dem Sofa ein.
Ich stand plötzlich in einem dunklen Raum. Ich war verwirrt, aber nicht verängstigt. Dann hörte ich eine Stimme sagen, schau mal. Ich dachte, es wäre Gott, doch dann begann eine Stimme wie ein altmodischer Filmprojektor zu spielen. Dann erschien ein Licht vor mir. Dann begann der Film und die Stimme sagte, das ist dein Leben. Dann herrschte wieder Dunkelheit. Dann sagte die Stimme, das ist dein Leben, wie siehst du es? Der Projektor schaltete sich wieder ein und begann erneut zu spielen, diesmal mit etwas, das eher wie ein Elektrokardiogramm aussah. Wenn ich in meinem Leben das Gefühl habe, etwas Gutes getan zu haben, verlaufen diese Linien oberhalb der Mittellinie, und wenn ich etwas Falsches getan habe, verlaufen sie unterhalb der Mittellinie. Das zieht sich durch mein ganzes Leben, und es gibt viele Höhen und Tiefen in der Tabelle. Dann sagte die Stimme, das ist es, was ich in deinem Leben sehe. Ich begann zu weinen. Er hat mich nicht verurteilt. Er hatte nichts als bedingungslose Liebe für mich übrig. Ich sagte zu ihm, kann ich hier übernachten? Er sagte, ich weiß, was du durchmachst, aber deine Zeit ist noch nicht um, und du musst zurückgehen und deine Mission beenden. Glauben Sie mir, alles wird gut werden. Als ich die Augen wieder öffnete, lag ich wieder auf dem Sofa im Wohnzimmer. Tränen waren auf mein Hemd getropft. Ich stand unter Schock. Was geschehen war, war so real. Ein Jahr später brauchte ich keine Behandlung mehr, und langsam kehrte ich in mein normales Leben zurück. Ich hatte mich noch nie so gut im Leben gefühlt. Ich wusste, dass Gott mich verändert hatte. Er ist immer für uns da gewesen. Gott segne Sie.